So, hallo meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Ebros Beauty Lounge. Für mich ist das noch so ein bisschen komisch, irgendwie jetzt in diese Videogeschichte wieder reinzukommen, weil ich einfach denke, ich kann jetzt nicht einfach so pat und wieder anfangen, Schminktutorials, Hauls oder was ich sonst immer so gemacht habe, einfach so wieder drauf loszudrehen. Deswegen fange ich jetzt erstmal kurz ruhig an. Für mich ist es im Moment sehr, sehr schwierig, weil ich halt noch nicht in meiner eigenen Wohnung bin, weil die immer noch leer steht. Aber ich habe zumindest schon mal Gardinen ausgesucht und das war eine Horrorqual. Also ich wusste ja nicht, dass Gardinen aussuchen so schwierig sein kann, weil man einfach sich gar nicht vorstellen kann, wie das im Endeffekt aussieht. Und arschteuer ist das auch noch. Ich wusste nicht, dass Gardinen so teuer sind. Wenn man auswandern will und sein ganzes Haus nochmal neu, komplett neu machen muss, dann musst du auf jeden Fall Erspartes mitbringen, weil sonst geht gar nichts. Ich weiß eigentlich jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich bin so ein bisschen aufgeregt. Ich habe wieder mal so ein bisschen hier rumgefilmt. Ich weiß auch überhaupt gar nicht, ob euch das alles wirklich interessiert, aber ich dachte, ich mache das erstmal, damit ihr auch so einen kleinen Eindruck habt, wie ich hier lebe und wie es mir hier geht. Entschuldigung, ich musste gerade unterbrechen, weil... Esanokunyodo. Ja, kann ich jetzt nicht auf Deutsch sagen. Warte mal. Esanokunyodo. Es wurde zum Gebet gerufen und deswegen musste ich kurz unterbrechen. Als ich im Flughafen war, war ich kurz bei Duty Free und da ist mir irgendwie ein Glühbirnchen durchgebrannt und ich dachte so, oh nein, die Parfüms kriegst du nie wieder so günstig und habe dann leider 3 Parfüms gekauft, weil die Parfüms hier in der Türkei sind mega teuer. Also umgerechnet kostet hier so ein Parfüm um die 120 Euro. Das kleinste, glaube ich. Und das ist heftig viel Geld, finde ich. Und ich hatte irgendwann mal in der Glossy oder Douglas Box, ich weiß es gar nicht mehr, ein Parfüm drin. Und zwar, das war das von Victor und Rolf, Flower Bomb. Dann war ich irgendwann mal bei Douglas und habe das gerochen. Und dann gab es irgendwie so eine Special Edition La Vie en Rose oder so. So sieht die Packung aus. Und das Parfüm habe ich mir dann auch gekauft und das sieht so aus. Und das riecht einfach nur nach La Vie en Rose. Also es riecht... Ich kann es dir nicht beschreiben. Es ist einfach so ein tolles Parfüm. Und ich glaube, es ist eine Limited Edition und ich glaube, es gibt es auch nicht mehr. Ich habe mir das Armani Code Luna zugelegt. Das hat, glaube ich, 75 Euro gekostet, diese große Flasche. Ich hätte das normale Armani Code und das riecht noch so ein bisschen mehr strenger Vanille. Ich bin eine Niete im Sachen beschreiben und Parfümdüfte und... Also mit mir könnte man kein Yankee Candle Video drehen. Das wäre eine kleine Katastrophe. Und natürlich das Lady Gaga Fame habe ich mir auch noch besorgt, weil ich dachte, es gibt es in der Türkei bestimmt nicht. Ja, was ist mir jetzt so aufgefallen? Ich lebe jetzt seit 1,5 Wochen hier. Wie ist das Leben hier? Ich kann euch mal zeigen, was es manchmal zum Nachtisch gibt. Ich hole das mal eben. Oh, leider, ich muss das jetzt essen, weil wenn ich das nicht esse, dann flippe ich gleich aus. Das ist so süßer Kürbis. Guckt doch mal, wie weich der ist. Zeig euch das mal, wenn ich in meiner eigenen Wohnung bin, in meiner eigenen neuen Küche. Oh, ich kann mir das nicht vorstellen, ne? Mit so fester Sahne oben drauf. Aber ich glaube, das gibt es in Deutschland nicht. Also ich könnte mir nicht vorstellen, was diese feste Sahne auf Deutsch ist. So Rahm oder so? Keine Ahnung. Und das schmeckt, also das ist ziemlich weich. Es sieht eklig aus. Also es sieht, wäre ich jetzt Kind und würde das sehen, ich würde es nicht essen. Aber es schmeckt 1A. Also ich versuche das mal jetzt irgendwann mal nachzumachen. Leider gibt es hier kein Weight Watchers. Das ist so ein bisschen doof, ne? Es gibt hier leider kein Weight Watchers. Das wäre doch mal vielleicht so eine Idee, weil hier gibt es also doch recht füllige ältere Frauen, muss ich sagen. Und ich hoffe, ich werde nicht so. Nee, ich werde nicht so. Ich werde definitiv nicht so. Das ist... Nee. Das Schöne bei mir in meiner Wohnung ist, ich habe genau um die Ecke ein kleines Sportstudio. Das ist schon mal... Und da gehen auch nur... Also ein Sportstudio für Frauen. Das ist richtig praktisch. Ich war gerade beim Friseur. Ich bin so ein bisschen faul, mir meine Haare hier. Und es wird einfach nicht so, wie du dir das denkst. Dann zahle ich doch lieber 4 Euro und dann habe ich das dann habe ich das so. Und dann bin ich auf jeden Fall viel, viel glücklicher. Oh Mann! Ja, wie geht's euch so? Wart ihr schon mal so von eurer Familie getrennt? Wie habt ihr euch gefühlt? Also ich denke einfach, ich bin immer noch im Urlaub und ich realisiere eigentlich gar nicht, dass das jetzt hier meine neue Heimat ist. Wow. Viele haben gefragt, warum Bursa und nicht Istanbul? Istanbul ist einfach so teuer geworden. In Bursa hast du zum Beispiel gleichzeitig einen Berg, wo du Skifahren kannst und auch ein
auch ein Meer, 30 Kilometer entfernt ein Meer, wo du baden kannst. Und in Istanbul wüsste ich jetzt nicht, wo ich dort Skifahren kann oder wo ich dort baden gehen könnte. Deswegen war Busta doch auf jeden Fall die bessere Wahl. Bei mir ist es gerade so ein bisschen schwierig mit Einrichten und so, weil ich habe gar keine Ideen. Ihr werdet bestimmt sagen, mit Ebro hast du keine anderen Probleme, aber nee. Es ist so schwierig. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Oh Mann. Wie kann man nur sowas Leckeres? Oh mein Gott. Das müsst ihr probieren oder müsst es nachmachen. Ich treffe mich gleich mit meiner Freundin, mit meiner neuen Freundin. Ich bin schon voll aufgeregt. Ich habe sie vorher noch nie gesehen. Wir hatten immer nur Internetkontakt. Wir hatten so viel WhatsApp-Kontakt und immer hin und her geschrieben. Und ich habe sie über YouTube kennengelernt. Also ist eine Abonnentin von mir. Und heute, und sie wohnt zufälligerweise auch im Busser. Und heute ist es das erste Mal, dass wir uns sehen. Und ich bin schon ziemlich aufgeregt. Wir treffen uns bei Starbucks. Ja. Für mich ist das jetzt immer so komisch, immer alleine. Jetzt so, man ist doch so ein bisschen unsicher, ist man noch, weil ich kann einfach auch die Sprache, das ist, ich war gestern ja beim Gardinen aussuchen und schon nach meinen ersten drei Wörtern wurde ich gefragt, ob ich eine Ausländerin bin. Und ich dann so, ja, was sagst du denn jetzt da, ja, ich habe gesagt, ja, ich komme aus Deutschland, ja, also ja, wusste ich's doch. Ich sehe, ja, warum? Ja, er sagt, das merkt man einfach an deiner Aussprache. Also ich könnte mich jetzt nicht als komplette Türkin tarnen sozusagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt einen Nachteil durch habe. So preistechnisch, ob die mir jetzt die Gardinen für teure verkauft haben oder für billiger, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Ich habe natürlich gehandelt, was das Zeug hält, aber ob das jetzt so in Ordnung war, weiß ich leider nicht. Und ich habe auch so ein bisschen Probleme, weil ich einfach noch so, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich bin zu nett. Also es sagen mir Menschen, ich lache zu viel, ich bin einfach viel zu nett zu den anderen Menschen hier. Und die Leute kennen das gar nicht und die fühlen sich dann gleich so, wenn man jetzt zum Beispiel einen Kellner anlächelt oder so, die fühlen sich dann gleich so, oh, die will was von mir oder so. Ja, das ist voll komisch. Und viele sagen dann, nee, Bro, du darfst nicht so viel lachen und so. Ja, toll, wie soll ich denn mein 27 Jahre langes Lachen unterdrücken oder so meine Nettigkeit unterdrücken, weil ich denke einfach, das ist Höflichkeit und ja, das ist ganz cool. Wenn mir zum Beispiel ein Kellner irgendwas sagt, dann sage ich, ja, danke und guck den an und nicht so, ja, danke. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe halt auch das Gefühl, so dass viele Mädchen hier, ich will es jetzt mal vorsichtig sagen, so ein bisschen eingebildet sind. Kann das angehen? Ich bin mir da noch nicht. Es gibt natürlich solche und solche, aber viele sind dann immer so. So, wenn ich irgendwo reingehe und die enttarnen mich dann und denken und merken dann irgendwie, dass ich aus Deutschland komme oder so, dann sind die gleich so. Ich bin doch jetzt nichts Besseres, nur weil ich aus Deutschland komme. Weißt du, was ich meine? Okay, ich habe vielleicht einen Vorteil, dass ich jetzt die Sprache, deutsche Sprache beherrsche. Aber halt auch einen Nachteil, weil ich die Türkisch nicht kann, richtig. Also manchmal verstehe ich so Sachen nicht und stehe dann so richtig auf dem Schlauch, ne? Naja, ich glaube, ich erzähle euch gerade wieder Unsinn. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, ob euch das alles interessiert, was ich euch hier gerade erzähle. Und ich dachte, ich mach's jetzt einfach mal. Ich könnte euch natürlich noch stundenlang alles erzählen. Aber wie gesagt, ich weiß einfach nicht, ob euch das interessiert oder ob ihr das langweilig findet. Deswegen habe ich mich jetzt einfach mal so... Ich dachte, ich probiere es mal. Also, mich würde auf jeden Fall interessieren, ob du schon mal in der Türkei warst, wie du das fandest, ob du schon mal in Istanbul warst. Weil viele fahren ja immer nur an Urlaubsorte oder so, wo nur Touristen sind. Und wenn du mal hier jetzt zum Beispiel nach Bursa kommen würdest... Ah, hab eine Idee. Reiseführerin Ebro in Bursa. Kommt alle nach Busan. Nein, Spaß. Aber wenn du jetzt zum Beispiel hier wärst, dann wäre das so... Dann würdet ihr auf jeden Fall sehen, wie die Türkei wirklich ist, weil hier sind kaum Touristen. So, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen und wir sehen uns. So, meine Lieben, bis dann. Tschüss.